Ich bin Neoblade und das ist das zweite Spiel. Unknown hat das erste Spiel gewonnen. Schauen wir mal, ob die Aufnahme was wird. Sieht im Moment gut aus. Und jetzt haben wir hier ein ordentliches Overlay. Und ich schreibe selbstverständlich viel Spaß. Das erste Spiel war eins der spannendsten und knappesten, die ich je gesehen habe. Mit klaren Fehlern in der Drop-Defense. Einer unfassbar gut geplaceden Widowmine von Chosen. 34 Kills war das letzte Mal, dass ich nachgeguckt habe. Und jetzt sehen wir eine Karte, wo man theoretisch CC First spielen könnte oder Nexus First. Parting hat man Nexus First gespielt im PvT. Ist allerdings gegen den Reaper Opening natürlich immer ein bisschen risky. Aber man hat einen Zealot draußen und kann, wenn man ein gutes Micro hat, mit Zealot und Sonden verteidigen. Aber wie gesagt, natürlich muss man das nicht so spielen, wie Parting das tut. Außerdem hat Parting einfach gegambelt und damit gerechnet, dass sein Gegner CC First spielt, was dann auch der Fall war. So, wir haben hier einen First Scout. Mal schauen, wo dieser SCV hingeht. Cross-Position. Okay. Wahrscheinlich soll dann der Reap... Okay. Hat er den Watchtower? Nee. Interessante Entscheidung. Ich glaube, das wäre schneller gegangen hier über die Gerade, aber okay. Schön finde ich das Upscouten der Base. Unknown gibt immer so ein bisschen zu viel Kohle aus dafür. Also das könnte man auf Diamond auch kritisieren. Das kostet immerhin 45 Mineralien pro Minute, diese Sonde hier. Und er hat ja gescoutet, dass hier eine Barrier, also dass ein Proxy kommt nicht. Würde er den Zealot nicht überspringen, könnte er als nächstes mit dem Zealot scouten. Okay. Jetzt hier im Kreis fahren? Oh, Unknown, das musst du aber eigentlich wissen. Du kannst hier ganz easy im Kreis fahren und dann tötest du den SCV. Du regenerierst Schilde ja nicht. Aber okay. Zealot wird gebaut, so als hätte er mir zugehört. Aber keine Sorge, ich bin gemutet im Channel. Wundert mich, dass ich dieses Fiepsen nicht höre. Aber okay. Wir sehen auf jeden Fall keinen Reaper. Wir sehen hier einen SCV, der scoutet. Ein SCV, der einen Free Scout bekommt, aber es hätte er wahrscheinlich sowieso nicht verhindern können. Watchtower eingenommen, sehr gut. Zweites CC. Hätte ich wahrscheinlich hier unten gebaut. Also, man konnte ja sehen, dass das hier nicht der Super Aggression Build wird, aber okay. Also Scouting dafür war gut genug. Das hier ist dann zu viel Safety, würde ich einfach mal sagen. Und jetzt Mothership Core scoutet, ja, nein. Diese Sonde hier, wie gesagt, die kostet zu viel Geld. Das kann man auf Diamond einfach ein bisschen besser machen. Natürlich Proxy-Pylon hin oder her, aber dann kann man auch, wenn man den jetzt bei der 6. Minute bauen will, kann man bei 5 Minuten 50, Entschuldigung, 5 Minuten 10 eine Sonde raushauen. Das lief schon mal sehr gut. Oh ja. Oh ja. Ein SCV, das läuft super. Das ist halt, also das macht Unknown jetzt das zweite Mal gegen den Terraner richtig stark, dass hier Harass gespielt wird. Er kriegt den kompletten Scout über die gesamte Basis. Sollte jetzt weiter Arbeiter bauen, sollte auch hier unten Arbeiter bauen. Ach Mensch, das war schon damals das Problem. Nicht über das
Arbeiterbau noch andauert, bitte Arbeiterbau. Jetzt kommen endlich die Arbeiter. Alles gescoutet, Stimpak wird fertig, der Marauder wird auch down gehen. Alles gescoutet. Ein super Scout, super Schaden gemacht. Lost steht es so. Das kann man besser nicht spielen. Natürlich hat der Terran auch Fehler gemacht, keine Frage. Oh, jetzt wird's wieder greedy. Ach, Unknown. Sehr gut. Guter Recall. Stalker, okay. Bobgetech wird fertig. Wie sieht's mit den Units aus? Protoss ist vorne. Das sieht bis jetzt gut aus. Wir sehen dieses Mal keinen Zealot Arcan Push mehr. Die Pets Pylons, die fehlen also eindeutig. Hier Pets Pylon hin, hier Pets Pylon hin. Damit er komplett da durchfliegen muss. So, Hellion. Haben wir für ein... Nein, wir haben für ein Photon Overcharge noch keine Kohle. Der Bunker fehlt. Also nur zur Information, weil mir einige Leute ja auch zugehört haben, was die Parting-BO betrifft. Parting würde jetzt einfach hier mit 7 Blinkstalkern, wahrscheinlich sogar 9 Blinkstalkern, einfach anfangen zu tauschen. Den Observer hat er auch draußen. Ja, Parting würde hier an der Stelle dann mit den Blinkstalkern den Gegner töten. Aber Parting ist halt Parting und von dem Niveau sind wir halt auch ein bisschen entfernt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Sehr gut. Units sind gespreadet. Also Protoss ist eindeutig vorne, aber er baut halt während des Harass keine... Er baut halt keine Sonden, keine durchgehenden Sonden. Tauscht jetzt hier Stalker gegen Marauder. Und jetzt werden... Das ist ein super Move. Richtig starker Move. Ja, aber hier mit dem... Mit angreifen! Angreifen! Dann hätte er den Dinges nicht verloren, den Stalker nicht verloren. Aber okay. Das kann im Unit Control natürlich mal passieren. Gefällt mir vom Multitasking her sehr gut. Gut, Reaktion sind selbstverständlich die Vikings. Schlimme ist, dass er den Watchtower nicht cleart. Folglich sollte der... Ja. Der Terraner sieht den Pylon da. Ground wird fertig. Jetzt bin ich gespannt. Also, wir haben insgesamt 2 Kolossi. Da wären 8 Vikings etwas besser. Aber wir haben dafür auch leichten Army-Value-Vorteil bei den Mineralien, aber beim Gas... Sieht das sehr, sehr identisch aus. Es werden weiter Arbeiter gebaut auf beiden Seiten. Free Shots. Plus 1 wird fertig. Den Fight würde ich auch nicht nehmen, muss ich zugeben. So, genau, die Viking jetzt wiederholen. Immortal, super gut. Wo ist der Observer, der das hier sieht? Kein Observer, der das sieht. Jetzt holt er sich hier den Free Pylon. Warum? Weil der Watchtower nicht geklärt worden ist. Sehr gutes Unit Control. Beide tasten sich hier ab. Beide verlieren auch was. Aber im Moment ist der Terraner noch hinten. Aber der Terraner baut halt eiskalt seine dritte Base. Und das ist halt in der Diamond Liga dann doch das Problem, dass das hier nicht gescoutet wird. Und diese Sonde hier hat nur bis jetzt Mineralien verschwendet. Nicht einen einzigen Proxy Pylon gebaut.
Sehr gut. Gut den Viking gesniped. Er sieht hier immer noch alles. Oh, das war natürlich... Das war sehr gut. So, und jetzt ist halt die Frage, wird der Gegner mit Vikings overcommitten? Da ist der Drop. Keine Pets Pylons. Overrun nennt die übrigens so. Ein ehemaliger Schüler von mir, ehemaliger Grandmaster. Und jetzt schauen wir mal, was hier passiert. Ist jetzt hier schon wieder kein Mothership Core drüber. Eine Cannon haben wir pro Base. Jetzt bin ich gespannt. Hier kommt es zum Engagement. Jetzt muss ich hin und her switchen. Okay, das reicht hier zum Aufräumen. Jetzt Zealots reinwarpen, Zealots reinwarpen. Zealots reinwarpen. Zealots reinwarpen. Okay. Dass er immer so schnell in den Base Trade geht. Acht Sonnen verloren, aber okay, das wird reichen. Ja, das reicht. Weil ihm die Vikings nichts mehr bringen. Und hier kommt alles nach. Da kannst du verwarpen. Falls das eine Best of 3 ist, dann ist das hier schon mit 2-0 Geschichte. Man könnte weitere Arbeiter bauen. Man könnte hier ein paar Cannons hinbauen. Anon hat unendlich Geld. Aber das Spiel ist vorbei. Also da muss Anon jetzt schon massive Fehler machen, um das hier noch zu verlieren. So, SCVs werden halt immer mehr getötet. 46 Stück. Insgesamt sind noch 7 SCVs da. Das heißt also, ab jetzt kann Unknown tauschen, wie er will. Chosen, das ist das GG. Und damit steht es 2-0. Und vielleicht ist es schon vorbei hier an der Stelle. Bitte abonniert meinen Channel und bis demnächst.